Hallihallo, ich grüße euch Wesen auf der anderen Seite der Leitung. Willkommen zurück bei Heaven's Hope. Wir stehen hier vor dem Bau von unserer Ratte und müssen den Schnipsel wiederbekommen. Ja, mal schauen, wie wir das machen, ob wir mit der Maus vielleicht sprechen können oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Aha, das muss der Hinterausgang von dem Rattenbau sein. Beste Lage, direkt am Fluss. Ja, beste Lage. Schauen wir mal, ob wir vielleicht unsere Maus... wo ist unsere Maus? Da ist unsere Maus. Reinschicken können. Das kann ich ihr nicht antun. Oh, schade. Oh, was nehmen wir denn dann? Bambusrohr? Das klappt so nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Mit Feuer? Das klappt so nicht. Mit Feuer wäre aber schon ein bisschen mies. Ich darf die ja nicht töten. Mit der Zwille? Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Oh! Mit der Blume sprechen? Hallo? Scheint zu schlafen. Das Blümchen schläft. Eine gelbe Blume. Warum schläft das Blümchen? Das klappt so nicht. Vielleicht mit Wasser? Das klappt so nicht. Schauen wir mal, vielleicht nimmt er jetzt endlich mal Wasser. Wieso sollte ich das machen? Ja, dem Blümchen vielleicht ein bisschen Wasser geben. Also so würd's ich machen. Du natürlich nicht. Strafzettel, Bambusrohr. Wieso sollte ich... Auch nicht. Verbrennen wir das Blümchen? Das klappt so nicht. Ja, nee, das will ich auch gar nicht tun. Vielleicht können wir hier das aber... Das klappt so nicht. Irgendwas das klappt zusammenstecken. So nicht. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Ist ja gut, rede mal nicht so viel. Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Okay. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das... Okay, mit der Webmaschine glaube ich auch machen? Nicht. Was haben wir hier denn noch? Der ist ja lose. Der steht aber wackelig. Genau, steht wackelig. Eine schöne exponierte Stelle am Fluss... Mit ausgesprochen guter Beleuchtung, die sich im Fluss spiegelt. Die sich im Fluss spiegelt. Das klappt so. Wieso sollte ich... Ja, du willst ja auch kein Feuer machen. Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Okay. Wieso sollte... Dann nicht? Das kann ich ihr nicht antun. Ja, du weißt ja gar nicht, was ich vorhabe. Fragen wir mal sag die. Mal, könnt ihr mir vielleicht helfen? Vielleicht solltest du noch mal in deinen Aufzeichnungen nachschauen, wenn du den Überblick verloren hast. Das ist eine gute Idee. Oh, was haben wir jetzt hier? Kundenliste, Koffeinshampoo. Ja, okay, da waren wir schon überall. Eine Flasche in Bill, bla bla. Den haben wir auch schon, den haben wir auch schon. Jetzt brauchen wir eben nur noch die das. Die Ratte mit dem Bauplanschnipsel sitzt in der Mill Street in ihrem Bau und ist nicht sehr kooperativ. Das hat mir jetzt nicht wirklich viel gebracht, ne? Das war ja die Kundenliste, genau. Die brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Wie kann ich das Mäuschen hier rausbekommen? Muss ich vielleicht wieder dahin? Moment, wo war das? War das hier? Ich glaube... Oder war das hier? Ah, ich weiß es nicht mehr, wo das genau war. Ich glaube aber da. Versuchen wir es hier vielleicht nochmal. Nee, das war nicht hier. Doch, da. Versuchen wir es nochmal. Hallo, ich... Kein Interesse. Schätze, so kommen wir da nicht weiter. Wir müssen irgendeinen Weg finden, sie da rauszujagen. Ja, mit Feuer. Also ich könnte mir vorstellen, hier mit Feuer. Wieso sollte ich das machen? Die Maus nicht. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Wie können wir sie rausjagen? Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Wasser eigentlich? Naja, aber Ratten haben ja keine Angst vor Wasser. Wieso sollte ich das machen? Gehen wir mal zu dem Schneider rein. Das arme Spinnchen hat immer noch nichts an. Vielleicht hat die auch noch was zu sagen. Hallo. Ni hao.
Ach, doch nicht. Ich geh da mal. Saijian. Saijian. Was tun wir dann? Hier wäre ja eigentlich auch Wasser. Könnte man auch. Wieso sollte ich das machen? Ja, weißt du. Du könntest ja ein bisschen Wasser vielleicht gebrauchen. Das klappt so nicht. Antiquitätenladen? Vielleicht hat der noch irgendwas für uns? Ach so. Moment mal. Das Teil. Der Homunculator 3000 XL. War das Buch nicht davon? Ein Buch über Homunculusse. Homunculi. Oder so. Der Titel ist Der Homunculus. Ein ellengroßes, furchtloses, bewegliches Ding ohne einen eigenen Willen, das sich für jeden Zweck einspannen lässt. Hört sich praktisch an. Ja, hört sich praktisch an. Das klappt so nicht. Mit ihm vielleicht nochmal sprechen? Guten Tag, Sir Edwin. Hallo. Was ist das für ein komisches Gerät? Schau mal nochmal. Dieses komische Gerät dort. Was ist denn das? Das ist ein Einkammer-Homunculator XL3000. Hübsch, oder? Ein was? Ein Homunculator. Sogar mit Bedienungsanleitung. Damit kann man sich wohl einen Homunculus selber bauen. So eine kleine, seelenlose Kreatur. Und funktioniert der denn? Also, es ist wohl mehr als Partyartikel zu betrachten. Wieso das? Nun ja, einige der Zutaten sind eher albern und wohl doch als Spaß zu verstehen. Beispielsweise der Odem eines Engels. Das ist natürlich Blödsinn. Also... Talorel? Was heißt denn hier Talorel? Ich könnte doch da ein bisschen Odem... reinfauchen. Fauchen, nicht fauchen. Ja, okay. Ich geh dann mal. Dann auf ein Wiedersehen. Möchte er aber nicht machen. Ich kann nur das so anklicken. Eine Mosaikmaske. Falls ich mal ein eigenes Geschäft eröffne, wäre das sicher ein gutes Motiv für mein Ladenschild. Okay. Das nicht. Vielleicht können wir ja jetzt hier auch irgendwas anders nehmen, um... Die Ratte, ja, da. Der sieht gruselig aus. Nein, auch nicht. Ein mächtiges Schwert. Steht Replika drauf. Was man damit wohl machen kann. Die sieht unbequem aus. Ob das ein Verwandter vom Laden? Gut, dann anscheinend nicht. Außer man kann vielleicht irgendwas draufnehmen. Das klappt so. Wieso sollte... Das geht ja nicht. Das haben wir ja schon funktioniert, sage ich schon, versucht. Wieso sollte... Auch nicht? Wieso sollte ich das machen? Er möchte ja gar nichts tun hier. Wieso soll... Und die Maus? Das kann ich ihr nicht antun. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Sie könnte dir auf jeden Fall helfen. Wäre dann viel einfacher. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, was wir da tun müssen. Oh, da steht. Da steht, werde ich mich ausblasen, um nicht auszubrennen. Hä? Was? Okay, warum will der aber nicht mit uns sprechen? Hallo? Ich glaube, der will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht, ob der reden kann. Der sieht, mitgenommen aus. Können wir dir was schenken? Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Das kann ich hier nicht... Wieso sollte ich das machen? Aber der war doch gerade eben nicht da. Oder? Wieso sollte ich das machen? Ich dachte schon, vielleicht damit auch die Lichtlein ausblasen. So wegschießen. Ja gut, dann wüsste ich jetzt nicht, was wir hier weitermachen können. Gehen wir mal zurück wieder zum Baum. War das am Baum? Nein, das war bla 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 da. Weil irgendwas müssen wir tun können. Wir könnten sie rausräuchern. Seltsames Gerät.
in den Wald. Das mit der Statue ist halt auch komisch, da die nämlich wackelt. Ich könnte nämlich das da vielleicht da drauf schmeißen, damit sie nicht mehr rauskommt. Aber das möchte er ja nicht machen. Deswegen stecke ich jetzt ein bisschen fest. Ja, da, das zeigt er ja an. Ja, aber das kann ich doch mit meinem Heiligenschein nicht machen. Vor allem ist Heiligenschein jetzt bei ihm. Auf dem Kopf oder so. Keine Ahnung, wo er es hin hat. Da könnte ich mit ihr sprechen, aber sie schläft, die Blume. Hallo? Scheint zu schlafen. Wie wecke ich eine Blume auf? Mit Wasser natürlich. Wieso sollte ich das machen? Oder mit der Maus. Puh. Das kann ich ihr nicht antun. Du weißt doch gar nicht, was ich tun will, also? Das klappt so. Die Kundenliste auch nicht. Ach, Menno. Der steht aber wackelig. Aha. Das muss der Hinterausgang von dem Rattenbau sein. Beste Lage, direkt am Fluss. Ja, ich weiß. Ein Fluss voller Wasser. Und hier kann man eine schöne exponierte Stelle am Fluss mit ausgesprochen guter Beleuchtung, die sich im Fluss spiegelt. Deswegen müsste ich da irgendwas rantun. Das klappt so nicht. Kann ich vielleicht die Flaschen irgendwie zusammen? Wieso sollte ich das machen? Strafzettel verbrennen? Wieso sollte ich das machen? Das habe ich noch gar nicht probiert, oder? Wieso sollte ich das machen? Versuchen wir mal, Sachen so nicht zu verbrennen. Wieso sollte ich das machen? Das Teil? Klappt so nicht. Das Teil? Klappt so nicht. Das Teil? Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Verbrenn Sachen! Los! Jetzt kommen wir nie weiter! Hat der vielleicht noch am Stand irgendwas für uns? Gift! Da ist ein Totenkopf auf der Flasche. Ja, aber ein Gift möchte ich dem nicht verabreichen. Eine ganze Menge Flaschen. Auf den Etiketten steht Kopf ein Shampoo. Was ist mit Knoblauch? Nicht komisch. Gut, aber komisch. Lavendel könnte ich der natürlich... Der Stand eines Händlers. Da liegt aber viel herum. Und das riecht so komisch. Gut, sprechen wir ihn vielleicht nochmal an. Vielleicht gibt er uns ja irgendwas. Hallo Karim. Sei gegrüßt, Effendi. Was hast du denn im Angriff? Hast du das gesehen? Huch. Hast du das gesehen? Was denn? Da, hinter dir. Wieder diese Ziege? Moment mal, kann ich das jetzt zurückgeben? Okay. Als ob nichts gewesen wäre. Hey, Fendi, da war keine Ziege. Oder habe ich sie verpasst? Du hast sie bestimmt verpasst. Hallo Karim. Sei gegrüßt, Fendi. Okay, wir mussten das also zurückgeben. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Die Liste dort. Liste da. Das ist meine Kundenliste. Nee, die will ich ja eigentlich nicht. Oh, was ist das? Ein feines Pulver. Ein feines Pulver? Hallo Karim. Sei... Okay, kann ich das vielleicht nehmen? Na... Hast du das gesehen? Was denn? Schau mal, wenn er weggeht, hinter dann kann dir. Ich doch klauen. Wieder diese Ziege? Komm, nimm was. Ach, du kannst nur das nehmen, mehr nicht. Das ist ja mies. Hey, Fendi, da war keine Ziege. Oder habe ich sie verpasst? Du hast sie verpasst. Aber ich wollte eigentlich was klauen. Aber der lässt mich nicht klauen. Ach, Moment. Ich habe ja noch meine Lichtquelle. Vielleicht brauche ich ja die zurück. Hallo, Mala. Hallo, Talorel. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche mein Lämpchen Mala, zurück. Mala, sag mal, gibst du mir meine Lampe zurück? Nur, wenn ich dafür meine Zwille wiederbekomme. In Ordnung. Kannst du haben. Wenn ich sie brauche, dann sage ich dir Bescheid. Jetzt ist er hier wieder. Mal schauen, ob wir damit vielleicht was machen können.
toll wär's ja. Aber für was Licht? Das frage ich mich jetzt. So, und mit Glühwürmchen. Wieso sollte ich das machen? Ja, war ja klar. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Ins Wasser tauchen? Ja, zum Wasser geht er zwar hin, aber er wird bestimmt hier nichts machen wollen. Das macht er nämlich immer. Wieso sollte ich das machen? Sag ich doch. Hab ich doch gesagt. Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Dass er immer wieder das sagt. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Käse haben wir ja nicht mehr. Das klappt so nicht. Ich weiß auch nicht so recht, was du jetzt vorhast. Die Koffein-Shampoo-Flasche von Bill. Sie ist leer. Leider nicht die Flasche mit dem Bauplan-Schnipsel drauf. Was kann ich denn anmachen? Eine Schachtel mit Streichhölzern von Geoffrey. Friedhof, denke ich auch nicht. Das klappt so nicht. Obwohl, wo ist denn Friedhof? Friedhof wird gar nicht gezeigt. Nein, wird nicht gezeigt. Dann müssen wir dorthin laufen. Jetzt sitzt er ja schon hier. Der sitzt ja echt überall. Hier steht, Rot ist schneller. Aha. Rot ist schneller? Möchte er jetzt reden? Hallo? Ich glaub, der will... ich weiß nicht. Der sieht... mitgenommen aus, ja. Da ist ein Blümchen, kann ich aber nicht nehmen. Ja, der möchte auch nicht wirklich viel mit uns reden. Huch, ein Schloss. Verschlossen. Und irgendwelche Zahlen bei dem Zahlenschloss auszuprobieren macht wohl keinen Sinn. Ach so. Hallo, ich bin... Hau ab! Was, aber... Ich arbeite. Siehst du das nicht? Aber du stehst doch hier nur. Lässt du mich auf den Friedhof? Bitte. Auf gar keinen Fall. So wird das wohl nichts. Ich geh da mal. Brabbel, 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 14a. Oder 1,4. 1,4. Sieht nicht besonders freundlich aus. Und er scheint auch nicht besonders... Außerdem brabbelt er irgendwas im... Er wacht aber immer wieder auf, bevor man verstehen kann, was er sagt. Genau. Also die 1,4 ist es auf jeden Fall schon mal hier für ein Schloss, aber... Wie bringe ich ihn zum Schlafen? Da kann das Fell knochen. 1,4. Lieber nicht. 1,4, Hä? Potz, 1013 blutige Urnen. Was soll das? Entschuldigung. Was denkst du dir dabei? Ist das ein Spaß für dich? Ja. Ich mache hier meine Arbeit und keiner, wirklich keiner, wird unbeaufsichtigt diesen Friedhof betreten. Doch, ich werde es. Wenn ich endlich rausfinde, wie. Dann machen wir das. So sieht's nämlich aus. Ich könnte dir mit einer Flasche... Moment mal. In der Flasche steckt was drin. Wieso sollte ich das machen? 4. Das klappt so nicht. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir könnten es vielleicht anzünden. Das klappt so nicht. Also reinstecken und dann eins anzünden. Ein Molotow-Cocktail. Der Friedhof. Da bestatten diese Erdlinge wohl ihre Toten. Nee, ich komme so nicht weiter. Die Zwille habe ich ja jetzt nicht mehr. Gasse. Wir waren in dem Papa war noch nicht drin. Also wir waren da zwar schon drin, aber es ging ja da um, ja, um das Schmuggeln.
Vielleicht gibt's ja da was Neues. Hallo? Hallo, Reisender. Ich... Blöde Frage, sieht man doch. Ich trinke Single. Okay. Nichts Neues. Und bei ihr? Bei der hochnäsigen Frau? Hallo. Hallo, schöner Mann. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wie wär's denn mit einem guten Single Malt? Oder ein Camillo Blended? Ich könnte dir auch eine Bloody Virgin Mary machen. Wo hast du denn bisher immer den Alkohol herbekommen? Bisher hat den immer Fladitsch geliefert. Aber der ist... Ich geh da mal. Könnte ich eigentlich Bilder mit, tragen? Hey, Finger weg! Was meinst du? Ja, die Flasche ist reserviert. Das wissen wir ja schon. Ein roter Fisch. Ein roter Fisch, den ich nicht nehmen kann. Ich könnte aber natürlich jetzt zu Bill auch gehen und mit ihm sprechen. Vielleicht hat er ja auch Alkohol. Und wenn ich dann mit dem Alkohol, also das dem Alten am Friedhof gebe, könnte er vielleicht einschlafen? Nee, wäre jetzt nur so eine Vermutung, aber ob das jetzt wirklich so ist. Hallo Bill, Hallo Bill. Hallo Talorel, wie kann ich dir helfen? Ach nö, das ist doch mies. Und hier ist bestimmt noch zu. Verschlossen. Mann, schade. Das klappt so nicht. Vielleicht die Suppe jetzt endlich? Vielleicht reinfüllen in die Flaschen? Immerhin kann man da ja auch was machen. Ja! Es ist unfassbar, wie das Zeug stinkt. Schnell in die Flasche damit. Okay. Jetzt haben wir Bodeneintopf in der Flasche. Vielleicht in die andere Flasche auch noch? Das klappt so nicht. Okay, also brauchen wir es nicht. Gut, dass ich da nochmal zurückgekommen bin. Jetzt muss ich aber nur... Hä? Ach, da kann man aufmachen. Ne? Das braucht man ja nicht. Gut, dann... Wo gehen wir denn jetzt hin? Zu dem Bau vielleicht erst? Oh! Eine Ziege. Was ist das denn? Die sieht böse aus. Wie bitte? Ein gehörtes Tier des Teufels. Die Menschen laden solchen Tieren manchmal ihre Sünden auf und opfern sie dann den Dämonen der Wüste. Oha. Steht im großen Buch. Ich sehe hier aber keine Wüste. Spielt keine Rolle. Sei bloß vorsichtig. Vielleicht kannst du das Tier ja irgendwie verscheuchen. Gott, verscheuchen. Wir verscheuchen. Wie wollen wir das Ding verscheuchen? Mit unserer ekligen Suppe? Wieso hier, sollte ich das machen? Mit Feuer. Das klappt so nicht. Aha je. Mit meiner Maus. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Schade. Aber das Teil. Aha. Oh oh. Ha! Fort mit dir, Teufelsbiest! Kam euch diese Ziege auch irgendwie bekannt vor? Ich wusste ja schon immer, dass dein Umgang nicht ganz astrein ist. auf jeden Fall haben wir jetzt das gemacht. Und die Blume ist vielleicht jetzt wach. Hallo? Schein. Nein. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwas gemacht. Das Teil ist jetzt runtergeflogen. Gut, schauen wir mal das da. Das klappt so nicht. Ach so, ich wollte es ja da. Wieso sollte ich das machen? Auch nicht. Das klappt so nicht. Menno! Ja, für wen hast du dann jetzt die Suppe genommen? Für wen ist jetzt die Suppe? Für ihn vielleicht? Das klappt so nicht. Nein, dann gehen wir mal weiter und schauen mal nach. Ich... Wüsste ihr nämlich jetzt gar nicht, für was die Suppe sein sollte. Die ist doch gar nicht so wichtig. Ach so, vielleicht für unseren... Jetzt ist der nicht da. Mann. Wo ist denn der? Hä? Woher kommst du denn? Du solltest da hingehen. Wo ist denn unser Obdachloser? Hier. Süppchen gefällig? Das klappt so nicht. Auch nicht. Das klappt so nicht.
dann da rein. Moment, wir kennen zwar jetzt den Hinterausgang des Rattenbaus, aber die wird da wohl kaum auf uns warten. Stimmt, Mist. Wir brauchen irgendwas, damit wir sehen, wo sie hingelaufen ist. Mäuschen, das kann ich ihr nicht antun. Das heißt, wir müssen sie von hier... Das klappt so nicht. Aber was können wir denn nehmen, damit wir sehen, wo sie hingelaufen ist? Oh Gott, jetzt vielleicht da wieder hin? Also nicht da. Oder obwohl, kann ich jetzt mit dem Baum reden? Hallo? Sieht so aus, als hätte der... Vielleicht. Okay. Dann... Hier, wir müssen hier irgendetwas machen. Das klappt so nicht. Die Maus muss irgendwo in irgendwas reintreten oder sowas. Dann... Wieso sollte ich das machen? Dann würden wir vielleicht auch sehen, wo das sie klappt so nicht. Hinläuft. Also irgendwas Flüssiges oder sowas. Aber ich hab ja hier das nichts. Das kann ich ihr nicht antun. Eben, das kann ich ihr nicht antun, sagt er. Wieso sollte ich das... Blatt. Das klappt das? So... Auch nicht? Tja, nö, dann wüsste ich nicht was, nö. Wieso soll... Ist doch doof, sowas. In die eine Seite Wasser und in die andere Seite was anderes. Nimm jetzt endlich mal Wasser. Das wäre doch mal was, oder? Das klappt so nicht. Ja, nee, ist klar. Aha. Und da sagt er wieder nichts. Vielleicht können wir ja doch jetzt hier irgendwas klauen. Hallo, Karim. Seid gegrüßt. Hast du das gesehen? Was denn? Da, hinter dir. Wieder diese Ziege? Ja. So schnell mal gucken. Nein. Nein, da kann ich nichts nehmen. Gut, gehen wir weiter. Dann... In der Kirche, aber in der Kirche war nichts. Im Labor vielleicht? Da hatten wir aber, glaube ich, nur Gift. Und Gift brauchen wir nicht wirklich. Sonst töten wir ja noch. Hinterzimmer. Das kann man ja bedienen. Nein, du musst da vorne hin. Das will er nicht nehmen. Nein. Mit dir vielleicht sprechen? Hallo Blumf, hallo Tal. Nein. Muss ich anscheinend selber rausfinden, was ich tue. Oh, Werkzeug. Was sollte ich denn damit anfangen? Ja, ich dachte nur, vielleicht brauchst du es. Interessant. Er sagt interessant. Oh, was ist das? Das gehört Blumfort. Das kannst du nicht einfach einstecken. Ach so, Farbe. Ja, Moment. Ja, dann fragen wir ihn doch. Der wird uns das bestimmt geben, wenn wir sagen, dass wir es brauchen. Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Vielleicht wurde es auch gar nicht angezeigt. Wer weiß. Hallo, Blumfort. Gib mir deine Hallo, Farbe. Hallo, Blumfort. Hallo, Talori. Im Hinterzimmer steht ein Schälchen Farbe. Darf ich das haben? Nimm ruhig. Ich glaube, der Behälter hat eh aufgehört zu tropfen. Yay. Ich geh da mal. So gut, dann nehmen wir uns die Farbe, tun's an den Bau. So machen wir das nämlich. Und dann von der anderen Seite das stinkende Süppchen. Und dann müsste es eigentlich gehen. Farbe kann man immer gebrauchen. Ich habe aber so eine Ahnung, dass die Ratte einfach ins Wasser reingeht. Denke ich mir nämlich. Aber mal schauen. Karte. Und dahin. Ja, ich werde wieder falsch sein, ja, denke ich mir. So. Hoffen wir wirklich, dass es funktionieren wird. Mit dem Blümchen, was wir machen müssen, weiß ich allerdings noch nicht. Sieht schon mal gut aus. Ich stelle die Schale mit der Farbe mal vor den Ausgang.
Wenn sie dann ihren Bau verlässt, hinterlässt sie farbige Fußspuren und ich kann sehen, wo sie hingelaufen ist. Genau. Genauso wollten wir es ja machen. Und jetzt gehst du wieder zurück. Mal gucken, ob das so funktioniert. Wäre toll. Wo ist das eklige Süppchen? Hier, Ratte! So, jetzt aber. Oh komm. Mein Gott! Was ist das für ein Gestank? Jetzt lästert sie auch noch Gott. Das ist ja widerlich. Das hält ja kein atmendes Wesen aus. Absolut abartig. Ich muss hier raus. Das scheint geklappt zu haben. Dann mal schnell zum Hinterausgang und schauen, ob das mit der Farbe geklappt hat. Wobei man sagen muss, eine Ratte frisst ja eigentlich alles. Wirklich alles. Also, ja. Dass es ihr stinkt, wundert mich. So. Abdrücke. Oh, gibt's aber nicht viele Abdrücke. Ach doch. Nee, das sind gelbe Abdrücke. Nee, wir brauchen auf die auf frischer Spur ertappt. Aber warum hört die denn mittendrin auf? Ja, das ist echt eine gute Frage. Was ist denn jetzt los? Du musst rausfinden, wo die Ratte hin ist. Er überlegte so lange und ich dachte schon, was da los? Ja, ich muss die Pflanze fragen. Sie weiß es doch bestimmt, wo es hingelaufen ist. Geh mal schneller. Hallo? Hallöchen! Oh! Hast du hier eine Ratte durchlaufen sehen? Du bist aber hübsch. Oh ja, wir machen ihr ein Kompliment. Du bist aber hübsch. Ja, nicht? Ich finde auch einfach eine Augenweide. Diese wundervollen grünen Blätter, dieser gelbe Kranz und mein Stiel erst. Rank und schlank. Ja, absolut. Einfach bezaubernd. Das stimmt. Ich bin wirklich atemberaubend schön. Ui. Nur schade, dass ich mich nicht selber besser sehen kann. Aber irgendwann werde ich an einem besseren Ort sein. An einem Ort, an dem ich gewertschätzt und gewürdigt werde als der Star, der ich eigentlich bin. Psst, nicht jetzt, Azael. Ich gehöre auf die Bühne. Ich gehöre ins Rampenlicht, sodass ich mich, sodass die Leute mich angemessen bewundern können. Oh je, da ist jemand sehr eingebildet. Hast du hier vielleicht eine Ratte durchlaufen sehen? Wieso interessiert dich denn eine Ratte? Naja, die hat sich den Schnipsel eines Bauplans geschnappt, den ich brauche. Und dann hatte sie sich in ihrem Bau verschanzt. Aber da habe ich sie mit so einem anderen absolut widerlichen Eintopf draus vertrieben. Vorher hatte ich vor den Ausgang ihres Baus da drüben eine Schale mit Farbe gestellt, damit ich sehe, wo sie hinläuft, wenn sie aus ihrem Bau kommt. Aber naja, die Spur endet eben hier einfach so. Aha. Naja, und ich dachte mir, du hast vielleicht gesehen, was danach mit ihr passiert ist. Selbst wenn ich gesehen hätte, was mit dieser stinkenden, dreckigen, hässlichen und zotteligen Ratte passiert wäre, so verbietet mir doch meine gute Erziehung, über solch eine widerliche Kreatur zu sprechen. Sie scheint sie auf jeden Fall zu kennen. Ich gehe dann mal. Es hat nicht mal was gebracht, dass wir ihr Komplimente gemacht haben. So eine Zicke. Ich grab sie mal aus. Oh oh. Schön vorsichtig. Oh, schön vorsichtig. Ach, vielleicht möchtest du hier im Rampenlicht sein. Vielleicht ich grab sie hier mal wieder ein. Ah, ja. Das ist ein Platz für einen Star. Der perfekte Platz. Und was für eine Aussicht. Siehst du, wie großartig ich aussehe? Meine Blütenblätter kommen in dem Glitzern des Wassers erst so richtig zur Geltung. Und guck doch mal, dieser tolle Stängel da. Dieser glitzert ja auch so wundervoll. Oh, ich bin so stolz auf mich und meine wunderschöne Figur. Mhm. Schätze, sie ist zufrieden. Ja. Mehr als das. Wir können sie jetzt fragen. Wie gefällt's dir hier? Ah, fantastisch. Diese Stelle wird nur noch schöner durch die Anwesenheit meiner atemberaubenden Grazie. Sieh doch, wie meine Blätter in diesem Licht zur Geltung kommen und wie meine gelben Blüten im Spiegelbild des Wassers glänzen. Versuch's jetzt nochmal. Jetzt ist sie abgelenkt. Ja, ja, schön. Die Ratte. Wo ist die hin, nachdem sie aus ihrem Bau kam? Ach, die? Die wurde von einem Bären gefressen. Was? Sieh doch meinen Stängel.
Und wie sich die Reflexionen des Lichts darauf abzeichnen. Aha, jetzt musst du nur noch den Bären finden. Von einem Bären? Wirklich jetzt? Von einem Bären? Jetzt muss ich mit dem Baum sprechen. Vielleicht weiß der, wo der Bär ist. Wow. Okay, der sieht ziemlich böse aus. Oh oh. Möchte ich den echt sprechen? Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Mal schauen, ob er uns zerfleischt oder ob er ganz nett ist. Es täuscht ja manchmal. Also so wie die Menschen aussehen, kann man ja auch nicht beurteilen, wie sie wirklich sind. Also bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao, Leute.